Guten Tag, mein Name ist Holger Bröker und ich bin Leiter der Sammlung und Ausstellungskurator am Kunstmuseum Wolfsburg. Heute möchte ich eure Aufmerksamkeit auf ein Gemälde in unserer Sammlung lenken, das von dem niederländischen Künstler René Daniels stammt. Es zeigt auf besonders beeindruckende Weise, was ein Bild zu leisten vermag. Dieses Bild entstand in einer 1985 und 86 entstandenen Serie mit dem Titel Mooi Tentoonstelling, was so viel heißt wie schöne Ausstellung. Das Bild selbst trägt den Titel Painting on the Bullfight. Das kann man übersetzen mit Malerei oder Gemälde über einen Stierkampf. Es bezieht sich auf ein Bildfragment eines Gemäldes von Edouard Manet mit dem Titel Zwischenfall bei einem Stierkampf von 1864-65, das Manet später als Reaktion auf die extrem negativen Kritiken zerschnitten hat. Der Grund der heftigen Kritik bezog sich auf die Flächigkeit und die irreale Räumlichkeit des Gemäldes, die vor allem auf die gewölbte Arena-Begrenzung gemünzt war. Es sind gerade diese beiden Aspekte, die Daniels hier auf besondere Weise zuspitzt. Sein Bild ist so konzipiert, dass sich die perspektivische Wirkung des durch die drei Wände angedeuteten Raumes sowie die flächigen roten Trapeze und weißen Rechtecke in der Balance halten. Die drei Wände sind ohne architektonische Verankerung, sie schweben zwischen der oberen und der unteren Bildhälfte und dennoch erzeugen sie einen Sog in die Tiefe des Raumes. Daniels setzt diese zugespitzt konstruierte Zentralperspektive in Kontrast zu der Rechtwinkligkeit der weißen Flächen, die Fenster oder Bilder in einem Ausstellungsraum sein könnten. Vor allem dieser Kontrast ist es, der den gesamten Raum zum Schweben bringt und das Bild so zu einer schönen Ausstellung macht. Denn das Bild zeigt, dass es Räumlichkeit erzeugt, aber es zeigt auch gleichzeitig, was es ist, nämlich ein Konstrukt aus Fläche und Farbe. Und wenn ihr mehr über dieses Bild oder andere Werke der Sammlung sehen wollt, dann empfehle ich euch unsere Homepage. Und dann wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit und bleibt gesund.